20.05 Uhr, naja, jetzt ist es 20.06 Uhr mittlerweile. Wir schaffen es trotzdem noch einen pünktlichen Start heute Abend hinzulegen. Die Technik hat euch an uns einen kleinen Streich gespielt. Aber ich glaube, wir haben es in den Griff bekommen. Nach dem Ausfall des Voice-Servers mit dem FDL für 30 Minuten sind wir einiges gewöhnt und bleiben einigermaßen gelassen. Auch ich werde später mein Gebiss wieder aus der Tischkante ziehen. Im Moment brauche ich es nicht. Ich muss nur reden, nicht essen. Und ich würde jetzt gern zunächst mal an meine bezaubernde Gattin Sausalina abgeben, zu meiner Rechten, die jetzt gleich uns, ich hoffe, begrüßen wird mit den ersten Worten, wenn sie ihr Mikro noch ein kleines Stück runtergeklappt hat. Sie ist noch kurz dabei, sich einzurichten. Ja, zu Hause, wie schaut's aus? So, bin ich jetzt zu hören? Ja, okay. Heute Abend bei uns Lord Jan Niklas Dasenkovic, Lord Bernd Meyer und seine Lordschaft Sean O'Connell. Guten Abend. Abend. Guten Abend. Ja, Sean, für dich ist es schon die dritte virtuelle Lesung. Für Bernd und Jan Niklas ist es eine neue Erfahrung. Wie fühlt es sich bisher für euch an? Das merkt man erst, wenn man wirklich drin ist. Also bisher habe ich jetzt noch keine großen Gefühle. Der Bernd wollte auch was sagen. Darf ich? Bitteschön. Hallo? Ja? Ah, jetzt Ah, geht's wieder. ja. Man muss nur den richtigen Schalter betätigen. Genau. Ja, vielleicht, wenn ich kurz antworten darf. Ja, mittlerweile hat man sich so an die virtuelle Welt gewöhnt, auch mit der Technik. Also es klappt schon ganz gut. So, Hand aufs Herz. Wer hat Lampenfieber? Bernd. Er sagt Definitiv. nichts. Test jetzt besser? Ja. Ah, gut. Okay. Ja, definitiv Lampenfieber, definitiv. Wo ist er denn, Bernd? Da. Ja, wir haben heute Abend so ein klein bisschen Tonprobleme, man hört's. Das liegt daran, dass wir zwei Mikros im Spiel haben, die so ein bisschen schwächeln, aber wir werden versuchen, das einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ich würde zunächst mal fragen wollen, Gaslicht heißt die Sammlung, aus der ihr heute Abend lesen werdet. Was hat euch daran gereizt, ausgerechnet an dieser Sammlung mitzuwirken? Ich würde die Frage zunächst mal an den Sean richten, vielleicht. Sean, wie sah es bei dir aus? Ja, den Kontakt zu Stefan Holzhauer habe ich ja schon länger. Und es hat sich ergeben, dass ich auch bei der ersten Ausgabe der Steampunk-Chroniken, und Gaslicht gehört da auch dazu, zu dieser Reihe, dass ich da schon dabei war und ich relativ früh mitbekommen habe, dass er die ersten Cover-Entwürfe gepostet hat. Und da habe ich gleich mal angefragt, wie sieht's denn aus? Brauchst du denn noch was? Da hat er sich sehr positiv geäußert und ja, so kam das. Also ganz einfach eigentlich. Wie sieht es bei dir aus, Niklas? Wie war da bei dir der Anreiz? Wie hat dich ausgerechnet diese Anthologie gereizt? Das Thema hat mich wirklich einfach gereizt. Ich schreibe seit 2012 aktiv. Ich kriege das eigentlich über jede Ausschreibung, die ich kriegen kann. Aber ich fand bei diesem Thema wirklich interessant, so den Steampunk, also mehr so das moderne, neuzeitliche 19. Jahrhundert mit alten Horror versuchen zu verbinden. Und da ich ein großer Mythologie und Nerd bin, hat mich das wirklich gereizt. Und ich habe mich gefragt, so, mal sehen, was ich da finden kann, wie ich alten Horror sozusagen ins 19. Jahrhundert reinpacken kann. Ja, wir kommen gleich darüber zu sprechen, dass Steampunk immer auch ein bisschen ein Genre-Mix ist. Wie war es bei dir, Bernd? Das war eigentlich eher ein Zufall, da ich ja meistens nicht so wirklich ernsthaft oder auch gruselig schreibe, sondern eher
bisschen mit Humor drin und hatte halt versucht, irgendwas zu schreiben, das an Stefan gegeben und der fand es anscheinend relativ gut. Das scheint so zu sein. Er muss eure Geschichten gemocht haben. Es sind noch einige mehr Geschichten drin. Wir werden gleich auch noch ein bisschen was über die Steampunk-Chroniken erfahren. Ich kann übrigens alle beruhigen, die sich jetzt ein bisschen Sorgen machen, ob sie jetzt die ganze Zeit diesen Ton so haben. Gleich werden die Autoren einzeln lesen. Das klappt eigentlich besser. Die wilde Mischung hier bei dem Interview, die macht es ein klein bisschen schwieriger. Wir bitten das zu entschuldigen. Das Interview dauert so etwa 20 bis 25 Minuten. Und danach hört ihr die Autoren einzeln. Und das klappt dann, denke ich, etwas problemloser als gerade im Augenblick. Steampunk, so behaupten einige, ist eine literarische Modeerscheinung, der schon bald der Dampf ausgehen wird. Eure Meinung dazu? Vielleicht frage ich auch dazu zunächst mal den Sean. Ja, schwierig. Das hört man ja schon länger. Aber was ich meine ist, es ist ja immer noch da und mittlerweile sind ja auch die Publikumsverlage auf das Thema Steampunk eingestiegen. Also da gibt es ja durchaus jetzt Publikationen. Demher würde ich sagen, das würden die nicht tun, wenn es ein Thema wäre, was nur von kurzer Dauer wäre. Sie haben am Anfang ein bisschen gezögert, aber jetzt gibt es mehr und mehr Titel. Es sind ja auch durchaus sehr, sehr gute Werke dabei. Mark Horder zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Autor, da gibt es aber ganz, ganz viele und die werden jetzt schon, also Bastei zumindest, publiziert da, aber auch Knauer, glaube ich, und einige andere. Also ich denke, es bleibt uns schon noch erhalten. Man muss immer hinzufügen, das Genre ist mittlerweile über 25 Jahre alt, so lange ist es her, dass der Name geprägt wurde. Insofern, ja. Bernd, wie siehst du das? Kann ich dir auch die Frage stellen, was hältst du davon, Steampunk, kurzfristige Modeerscheinung? Nein, das denke ich auch nicht. Dafür ist selbst in Deutschland die Szene inzwischen zu groß. Es kommen immer mehr Veranstaltungen, es kommen immer mehr Autoren. Es wird sich auf jeden Fall noch länger halten. Vor allen Dingen, es gibt auch noch vieles, vieles, was nicht gemacht wurde. Es gibt viele Mischungen, die man noch ausprobieren könnte, um da so ein bisschen neuen Wind reinzubringen. Also ich sehe es nicht, dass es über kurz oder lang so schnell aufhören wird. Auch dich will ich nicht übergehen, Niklas. Wie siehst du die Sache? Ich bin ja jetzt nicht so tief in der Szene. Aber auch wenn der Begriff Steampunk ja erst 25 Jahre alt ist, gab es ja Alternativromane ja auch schon seit Ewigkeit. Also Erster Weltkrieg oder so. Also wenn man es unter der Prämisse sieht, dann wird das, glaube ich, auch noch nicht aussterben. Also mit den ganzen ist irgendwas mit dem Ton? Egal. Nein, stirbt nicht aus, weil Alternativwelten faszinieren wird die Leser auch noch in 200 Jahren faszinieren, denke ich. Ja, wahrscheinlich, die Genres überschneiden sich. Es ist Alternativwelt-Genre, wie du schon sagtest. Und es ist eigentlich gar nicht so neu in dem, was es zeigt. Und ist eigentlich schon sehr, sehr lange da. Ich glaube, da gehen wir alle in dieselbe Richtung. Bernd, wir haben uns vor einiger Zeit schon mal unterhalten, als wir uns zu dieser Lesung verabredet haben. Steampunk wird immer vorgeworfen, das ist reines Name-Dropping. Man nehme eine historische Persönlichkeit und erwähne sie im Verlauf einer Geschichte. Wie siehst du das? Kann man machen, muss man aber definitiv nicht. Also ich glaube, ich habe das in meinen ganzen Geschichten bisher niemals gemacht. Das würde mich auch viel zu sehr einschränken, weil ich dann darauf achten muss, was diese Person macht. Aber ich kenne es von einigen Kollegen, die das machen, um so ein bisschen Lokalflair und das Flair der Zeit einzufangen. Kann man machen, muss man nicht machen, beides funktioniert ganz prima. Ja, kann gut sein, kann aber auch nach hinten losgehen, vor allem wenn die historischen Fakten dann schlecht verrührt werden. Ein bisschen verrühren darf man ja, ja. Deine Geschichte heute Abend, Bernd, der Titel deiner Geschichte lautet Tally Ho. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es klingt wie ein Anfeuerungsruf. Was bedeutet der Titel wirklich? Tally Ho ist ein Jagdbegriff aus dem guten Aspekt für Treibjagden und so weiter verwendet. Im Endeffekt ein Anfeuerungsruf, ja. Das ist der Fuchsjagd, glaube ich, hauptsächlich, ne? Jetzt habe ich dich unterbrochen, ja. Geht es in deiner Story um eine Fuchsjagd? Ich glaube nicht, ne?
Nein, das ist ein noch gar nicht so altes Spukhaus mitten im alten London. Also definitiv keine Fuchsjagd. Aber natürlich mit Adligen. Und Adlige mögen die Jagd, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Genau. Passt irgendwie dazu, ja. Niklas, wir stellen bei solchen Lesungen, wenn es um das Thema Steampunk geht, immer gern die furchtbar fiese Frage, was ist eigentlich Steampunk? Wie definiert man Steampunk? Heute geht der Kelch an dich. Was ist für dich Steampunk? Ich finde, Steampunk, es geht tatsächlich um das Name-Dropping, so tatsächlich ein bisschen, aber es geht nicht nur darum, diese Figur einfach so reinzuwerfen und dann ist, was weiß ich, ist er halt, ist halt, es geht nicht nur wirklich reinzuwerfen, sondern wirklich auch in den Kontext zu passen. Also Steampunk ist für mich eigentlich ein verspieltes, na scheiße. Ich wusste es eben gerade, dass ich hatte es eben schon im Kopf zurechtgelegt, aber ich finde, Steampunk funktioniert wirklich dann am besten, wenn man all die ganzen alten Klassiker wie Der Unsichtbare oder Krieg der Welten oder Jekyll und Mr. Hyde wirklich alles in eine Welt packt, also wie so eine Art Crossover-Event, und dann schaut, wie sich das wirklich dann im realistischen Kontext auswirken würde, also wirklich auch weiterdenkt und nicht nur denkt, oh, das ist geil, das muss rein. Also man könnte sagen, es ist wie so eine Art Shared Universe, wie zum Beispiel bei DC oder Marvel, der Marvel Comics. Du Wie bist der siehst du es am Erste, Ende? der, ja, du bist der Erste, der das Wort Dampf vermieden hat, glaube ich, komplett, und der das Wort viktorianisch vermieden hat bei der Erklärung, wenn ich mich nicht verhört habe. Also dein Ansatz war mal ein neuer. Gefällt mir übrigens sehr. Also dieses wilde Mischen mag ich persönlich auch. Du kannst alles durcheinander hauen und mal was ganz Neues draus machen. Ich persönlich mag es, andere finden das irgendwie ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, das ist wieder mal eine reine Geschmacksfrage. Niklas, bei dir werfen wir gleich einen Blick ins Puppenhaus des Italieners. Was erwartet uns denn dort? Das Puppenhaus des Italieners. Also, ich mache es in zwei Sätzen. Erster Satz, es ist eine Spukhausgeschichte. Zweiter Satz, ich habe Anspielungen auf E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann eingearbeitet. Wer sie erkennt, kriegt einen virtuellen Keks. Na gut, das war jetzt mehr als zwei Sätze. Also ich glaube, bei E.T.A. Hoffmann wird meine Frau hellhörig, die sich gerade erst mit E.T.A. Hoffmann allerdings nicht mit dem Sandmann beschäftigt hat. Ja, also es geht um eine Schauergeschichte. Also ich muss bei Gaslicht muss ich immer an Gaslight denken. Das Haus der Lady Ahlquist. Wunderbarer Film mit Ingrid Bergman. Kann man großartig gucken, am besten nachts. Der hat mich persönlich immer sofort daran erinnert. Das soll auch so sein, glaube ich. Sollen Schauergeschichten sein, ja. Eine Frage an euch alle. Besteht Steampunk nicht nur aus altbekannten Geschichten, die statt in der Zukunft einfach neuerdings in eine frühe Epoche zurückversetzt werden? Wie seht ihr das? Sean, wie siehst du das? Stadt in der Zukunft? Nein, eher nicht. Also ich selber tendiere ja eigentlich ein bisschen zu dem Ansatz, den Autor Ian McLeod mal gesagt hat. Er meinte, Steampunk sei eigentlich die Fantasy, die die Wälder verlassen hat und nun in die Stadt gekommen ist. Und da ja die Generation von Tolkien jetzt altersbedingt nicht mehr existiert, hat sie selbst auch ihre Kindheit nicht in den Wäldern verbracht, sondern eben in urbanen Umgebungen. Aber dass es letztendlich eigentlich auch ein Weiterdenken der Fantasy ist, eben mit Elementen der Stadt. So weit will ich das Ja, schon sagen. also urbane Fantasy weitergedacht. Genau. Bernd, hast du da vielleicht auch noch eine Meinung zu? So fast alles. Nein, es sind nicht nur dieselben Geschichten, es ist auch gar nicht nur Science Fiction in die Vergangenheit gesetzt. Es ist im Endeffekt alles, was man machen möchte, kann man machen. Man kann eine Science Fiction Geschichte in die Vergangenheit setzen, man kann aber auch eine Fantasy Geschichte sozusagen in die nähere Vergangenheit reinsetzen. Es ist einfach dermaßen offen, dass man alles reinbringen kann, was man reinbringen möchte. Und das ist das, was mir so sehr daran gefällt. Ja,
Okay. Sean, der Titel deiner Story lautet von Teufeln und Dämonen. Das lässt Okkultes erahnen. Lord Byron und Mary Shelley, die Schöpferin des Frankensteins, treffen da aufeinander. Die beiden waren, glaube ich, tatsächlich miteinander bekannt. Historisch ist das Fakt. Inwieweit spielen da wirklich historische Ereignisse eine Rolle in der Geschichte? Entschuldigung, war das an mich gewandt jetzt? Das war an dich gerichtet, ja, genau. Ja, ich habe jetzt nur einen Teil mitbekommen. Ich hatte gerade noch ein anderes Problem. Das ist im Prinzip schon die historische Situation 1816 am Genfer See. Es gab dieses Zusammenkommen zwischen Lord Byron, Mary Shelley, damals noch Mary Godwin, und ihrem zukünftigen Mann Percy Shelley, dem Dichter. Das Ja. ist historisch belegt, und im Prinzip sage ich mal, ja, bis zur Mitte der Geschichte. Es ist relativ nahe vielleicht an den Gegebenheiten. Also die Details habe ich mir natürlich schon etwas ausgedacht, aber man Ja. hat schon einiges darüber lesen können. Es ist ja eigentlich einer der wichtigen Ereignisse in Mary Shelleys Leben, weil sie ja an diesem Ort im Prinzip den Grundgedanken von Frankenstein entworfen hat. Ja, okay. Diese Geschichte hat aber auch etwas zu tun mit Joey und Craig, deiner Serie, deiner Dieselpunk-Serie, müsste man eigentlich sagen. Und zwar Ah, mit das dem ist. zweiten Teil. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Nicht ganz jetzt, sondern das ist im Prinzip das Prequel überhaupt zur Serie. Also Okay. quasi, meine Serie ist zeitalterlich bedingt im Dieselpunk-Zeitalter angesetzt. Und das hier ist Steampunk, weil es eben im 19. Jahrhundert spielt, also rein jetzt vom zeitlichen Ablauf. Ist aber quasi, das möchte ich jetzt nicht unbedingt ganz vorwegnehmen, aber die Ereignisse in dieser Kurzgeschichte sorgen eigentlich dafür, dass das Universum von Joe und Craig eigentlich überhaupt erst existiert. Ja, und ich glaube, Joe und Craig, da kommt jetzt in nächster Zeit das zweite Buch, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Ein Nico Nick, am Nikolaustag, am 6. Dezember, Nikolaustag. kommt das neue E-Book, genau. Also, wenn ihr noch was für den Stiefel sucht, Joe und Craig Teil 2 kommt raus. Joe und Craig Teil 1 hatten wir ja mal als Lesung vor etwas über einem Jahr, glaube ich, im großen Zeppelin. Ich entsinne mich da, das war auch eine tolle Sache. Apropos Luftschiff. Dieses Luftschiff wird jetzt gleich ganz langsam und sanft zur Landung ansetzen. Unser Kapitän Barlock wird uns gleich herunterbringen, glaube ich. Und wir werden dann ganz entspannt zum nächsten Teil, nämlich den einzelnen Lesungen, übergehen. Ich hoffe, dass das reibungslos funktioniert. Oh! Ladies and Gentlemen, bedauerlicherweise geht es unserem Luftfahrzeug in diesem Augenblick wie meinem Herzen beim Anblick von Mary Lou Wilmington im sonnigen Frühling anno 1863. Es steht hell in Flammen. Bitte bewahren Sie Ruhe und sehen Sie den Feuertod oder den Brechen Ihres Genicks doch einfach gelassen entgegen. Wir wollen doch die Form wahren. Und ich bin sicher, wir werden gleich auf die eine oder andere Weise unten ankommen. Dazu müssten wir jetzt aufstehen, meine Lieben, dann fallen wir auch runter. Ja, okay. Ich sehe, es sind fast alle unten angekommen. Versammeln wir uns doch einmal hier vor der Bibliothek.